Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Wir sind heute immer noch in Großbritannien unterwegs und wir fahren Richtung der Firma Daxa, denn hier gibt es den nächsten Auftrag für uns, den wir annehmen, um in die nächsten Städte zu kommen, denn die nächste Zielroutenführung beinhaltet zwei neue Städte zum Aufdecken und das machen wir heute, soweit wie wir kommen. Ne, wir fahren nach Newcastle, bedeutet wir fahren nach da und fahren über Edinburgh, gucken uns Edinburgh an, 12 Tonnen Tierfutter, wir nehmen das an und sofort geht's los. Wir müssen wahrscheinlich wieder links in diese Position, das ist richtig, also fahren wir immer rechts rum, drehen uns im Kreis und können dann gerade in die Markierung rein düsen. Wir haben jetzt noch relativ früh am Morgen, kurz nach 4, das ist fantastisch, bedeutet wir haben den ganzen Tag Zeit und werden keine Probleme haben. Wir müssen vielleicht irgendwo mal kurz anhalten zum Tanken, aber sonst ist alles gut. Ja. So. Okay, na dann machen wir voll. Tierfutter. So, umgedreht ist auch schon. Perfekt. Das macht die Kollegin immer, ne? Wenn wir Rinnen Papiere machen, dann kommt die. Stech in die Karre ein, dreht jetzt schon mal alles um. Das ist so toll. Guck mal, kommt hier was? Ich sehe ja nichts. Au, komm. Oh, das Fenster da hinten ist voll praktisch. Da kann man rausschauen. Und wir haben grün. Wir hatten grün. Naja, hätte ja klappen können. Egal. Abfahrt. Bin ja ein bisschen gespannt, ob uns heute wieder Dinge widerfahren oder ob alles glatt läuft. Werden wir sehen. Ich wüsste ja vorher auch immer nicht, Leute. Die passieren immer einfach so Dinge, ohne dass ich das auch möchte. Aber das, ja, da steckst du halt nicht drin. Allein der Kreisverkehr hier vorne kriegt schon wieder Bauchschmerzen. So, wenn hier keiner kommt, dann können wir eigentlich schön frech geradeaus durchbügeln hier. Und dann fahren wir hier wieder raus. Siehst du wohl. Also von der Größe her sind die Kreisverkehre top. Aber vom Verkehrsaufkommen mit rein- und rausfahren und mit dem LKW. Nee. Hupe. Hallo. Hier, guck mal, der geht wieder. Man kann was sehen. Wer weiß, wie lange noch. Hat bestimmt so ein adaptive Sonnenbrillen. Was ist denn? Fahr mal. Sangst? Mach mal. Hat bestimmt so ein tolles Sonnenbrillenglas drin, sobald es leicht heller wird. Dunkelt sich das ab und du siehst wieder ja nichts mehr. Oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall messen die hier die Geschwindigkeit. Ah, da drüben ist die Kiste. Okay. Warte mal. Das ist so geil. So, Scheibe wieder hoch. Wieso haben wir einen Warnblinker an? Okay, Taste F ist Warnblinker. Ja, habe ich doch schön für Verwirrung gesorgt, ne? So, Edinburgh steht schon dran, ne? Wir fahren hier rum. Sind wir von hier auch gekommen? Ja. Klar, weil wenn wir geradeaus weiterfahren, dann hätten wir neue Strecken erkundet. Hier waren wir schon mal. Das ist nicht schlimm. Können wir erstmal Fahrt aufnehmen. So, fahren wir hier tanken oder fahren wir hier nicht tanken? Da kam vor ein Stückchen später, glaube ich, nochmal eine Tankstelle, ne? Ja, guck mal, hier kommt nämlich nochmal eine. Dann fahren wir hier tanken. Ich glaube, das ist ein guter Plan. So, Tempomat bei... Wir sind bei 82. 84 ist okay. Na, jetzt steht da wieder 84. Und dann läuft die Sache. Wenn man relativ früh morgens losfährt, hat es halt oftmals den Vorteil hier in-game, dass sehr wenig Verkehr auf der Straße los ist und man einfach fahren kann, ohne dass irgendeiner vor einem rumkraucht und man behindert wird und nicht vorbeikommt und... Ne? Also ihr wisst schon. Oha, oha. Und die Kurve ist aber krass. Warte mal, ich habe maximalen Lenkanschlag. Mehr geht bei der Geschwindigkeit nicht. So, jetzt haben wir die Freiband. Tempomat. Geschwindigkeit Wiederaufnahme aktiviert und weiter geht's.
373 Kilometer, das ist eine ganz schöne Ecke. Bin ja mal gespannt, wie schnell oder wie gut wir hier vorankommen, wie weit wir heute kommen. Wie gesagt, ich wollte das ja hier jetzt nicht mehr davon abhängig machen, ob wir auch wirklich zum Zielort ankommen oder nicht, sondern ja, wenn die Zeit vorbei ist, dann ist er halt vorbei. Dann geht halt beim nächsten Mal weiter. Sehr unkompliziert, dachte ich mir. So machen wir das. Und ich denke mal, so klappt das auch. Doch, davon bin ich mal jetzt ganz stark ausgegangen und bin der Meinung, dass das funktioniert. Oh Gott, Leitplanke. Ich wollte mir eigentlich angucken, was das hier für komische Zäune sind. Und da sind da noch Mauern außenrum. Also die Briten, die haben das ja oft, ne? Dass die so halbhohe Mauern irgendwie aus Feldsteine haben und so. Auch viel für ihre Schafweiden und alles so weit. Also ist manchmal schon optisch nicht hässlich, was die da so machen, ne? Also von der Landschaftsgestaltung her und so geht das vollkommen klar. Und ich mag auch, dass wir hier so schön am Fluss entlang fahren. Na doch. Ist schon hübsch, auf jeden Fall. So, merkt euch genau, was hier so abgeht, denn hier kommen wir, verspreche ich euch, nie wieder her. Also ich werde nicht nochmal freiwillig nach Großbritannien fahren. Ja. Linksverkehr und so, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich bin mir auch noch sehr, sehr unschlüssig, ob ich durch die ganzen Ländereien von Spanien und Portugal nochmal durchfahren sollte, wegen Iberia DLC und so. Schwierig. Ich finde ja in Frankreich die ganzen Kreisverkehre schon mega anstrengend. Und ich glaube, das war da genauso, wenn ich mich recht dran erinnere. Das ist, ja. Wisst ihr aber, was voll krass ist? Das ist hier heute die 200. Folge Euro Truck Simulator. Das ist echt, echt viel. Also für meine Verhältnisse verdammt viel. Das gab, glaube ich, kein anderes Game oder eine andere Playlist oder ein anderes Let's Play, was 200 Folgen hat. Gut, hier waren jetzt zwischendurch auch mal längere Pausen drin, aber 200 Folgen, das ist schon eine Nummer. Und YouTube hat mir gesagt, mein Kanal hat Geburtstag. Wenn die das da hinschreiben, muss es ja wohl so stimmen, anscheinend. Egal. Wir sind bei Folge 200 und das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Ja, Leitplanke, Hilfe. Oh, es ist die Sonne weg. Ist sie wieder da? Ist sie weg? So machen wir das und fahren einfach mal weiter. Wir haben noch 300 Kilometer, also ein Stückchen haben wir noch, ne? Da wir jetzt nur die Dings hier nicht verpassen, die Tankstelle, die kommt da vorne. Da würde ich doch sehr gerne mal ein bisschen Diesel nachkippen in unseren Tank. Dann haben wir da nämlich wieder sorgenfreie Weiterfahrt gewährleistet. Wir haben nämlich in 9 Stunden die nächste Pause und wir haben für den Auftrag noch 6 Stunden Zeit und wir sind hier laut Navigationssystem noch 4 Stunden und ein bisschen on the road. So, wir schalten schon mal den Blinker an und ziehen hier rüber. Kommt nichts. Okay. So. Was kostet jeder Saft? 1,16. Nee, die. Oh. Ey, das ist ja krass, das ist ja wie bei uns. Diesel ist teurer wie Benzin. Voll machen. Mal schauen, wie viel reingeht. Guck mal, die BP-Textur oben vom Dach von der Tankstelle ist jetzt nicht die schönste, ne? Aber okay. 639 Euro, 473 Liter. Naja.
Wenn der Lias Durst hat, dann kriegt er halt was zu trinken. So ist das halt. So, warte mal, theoretisch? Ja, der Bomat, die Geschwindigkeit Wiederaufnahme klappt einmal frei. Ziemlich cool. So. Bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Also ihr könnt mir vorstellen, dass wir Edinburgh auf jeden Fall schaffen. Wäre sehr schön. Und den Rest müssen wir dann halt mal einfach auf die Uhr gucken, wie weit wir denn dann noch kommen. Aber im Rückspiegel geht wunderschön die Sonne auf. Das ist sehr schön. Gleich passieren die Dinge. Ich sehe die jetzt schon wieder. Okay, das ist schon wieder erledigt. Tja. Ich finde gerade mega beruhigend und sehr entspannt, wenn ich hier so lang fahre, muss ich ehrlich sagen. Auf der Autobahn ist halt immer ein bisschen mehr los. Aber guck mal hier, Landschaft so. Ne? Da hast du da oben wieder so ein altes Gut. Hier sind die kleinen Mauern, die ich meinte, überall. Ne? Die Dinger da. Schon echt nicht schlecht. Und da vorne kommt Autobahn, dann näht die gleich wieder die Post ab und dann ist da alles wieder in Ordnung. Wir müssten vielleicht die Route nochmal anpassen, ne? So, fahren um die Kurve und geben Gas. Geben machen Vollgas. Ey, wir können ja nachher noch nach London und sowas fahren, ne? Das ist ja krass. Ah, bei Lockwin war ich auch schon. Oh, Hilfe. Ey, beschwer dich bei der Regierung, wenn die hier so bescheuerte Beschleunigungs- oder Einfädelstreifen bauen, bin ich da nicht dran schuld, ja? Wenn du eine Vollbremse machen musst, weil ich die Autobahn betrete. Habt ihr das nicht gebaut? Also der LKW im Rückspiegel gerade, ne? Der kam da nämlich angeflassert wie so ein Mann. Und ich habe hier gerade versucht, mit 3 km/h auf der Autobahn raufzukrabbeln. Ja, war wieder so ein Moment, ne? So, jetzt müssen wir hier erstmal Reisegeschwindigkeit aufbauen, dass wir ein Tempomat aktivieren können und dann können wir hier schön lang pflastern. Wir sollten aber trotzdem gleich mal die Route umbauen, dass wir nicht an Edinburgh vorbeifahren. Das wäre sehr traurig. So, jetzt geht der Berg ab. Jetzt können wir hier ein bisschen Speed bekommen, hoffentlich. Ja, 82. Mehr wie 90 geht der sowieso nicht, aber läuft. Ich muss sagen, der Lias, der fährt echt gut. Dafür, dass es eine alte Karre ist, fährt er echt gut. So. Wir haben Reisegeschwindigkeit. Haben wir erreicht. So. Und dann vielleicht noch mal so. Hä? Wieso fahren die so langsam? Auch so, man darf in 80 fahren, macht ja Sinn. Jetzt dachte ich schon, ich habe hier wieder was falsch gemacht, aber ah, hier sind Blitzer wieder. Okay. So, jetzt können wir aber wieder voll Dampf fahren, ne? So, Zündung. Hier steht wieder 90, da, ja, siehst du? Neben dem A12 ist nämlich unsere Gangwahl, 12. Gangautomatik, 90 km/h CC, Computer Control. Oder Cruise Control heißt es, glaube ich. So. Edinburgh steht schon da. Komm, wir passen mal die Route an, dass wir da auch wirklich langkommen. Wir machen hier so einen Schlenker durch, genau. Ist ja nicht mehr weit, das kriegen wir locker hin. So, in 44 Kilometer haben wir nämlich die letzte Marke erreicht. Und die Gesamtdistanz sind noch 224 Kilometer. Okay. Die Sache läuft.
Ja, guck mal, wir haben jetzt kurz nach 7 auf dem Morgen und so wie den Anschein macht, wird der Verkehr auch jetzt ein bisschen dichter, ne? In der Folge war ja übelst viel los auf der Autobahn. Also da waren ja Autos ohne Ende. Das hat richtig Spaß gemacht, ey. Wenn die richtig schön leben auf der Straße hier ist, dann läuft die Sache. Dann ist das schön. Hier hast du wieder einen krassen Unfall. Jetzt sind die Stoßstange kaputt. Wir sind auf Kurs. Okay, jetzt dachte ich gerade, wir sind falsch gefahren, aber alles im grünen Bereich. Schneller! Leute, ich will nicht bremsen. Ah! Typisch deutsch, ne? Erstmal rumkrakeelen und Stress verbreiten. So, Edinburgh, wir müssen hier gleich links runter. Und dann machen wir die erste Sightseeing-Tour durch die neue Ortschaft, die wir aufdecken. Das wird supi. Polizei. Hallo. So. Speed-Kamera. Eine schnelle Kamera. Alter, das ist ja auch so verflixt, ne? Warum bauen die so was Enges hier? Das ist ja ekelhaft. Für das Umspannwerk, guck mal. Hier ist mit Strom und so. Richtig viel mit elektrisch. Jap. Oh. Oh Gott, das war wieder ganz schön knapp an der Leitplanke schon wieder. Ah. Wieder bloß ein Bild, Leute. Nee. Okay, reicht. So, wir dürfen hier achten. Oh Gott, wir fahren ja schon in die Geschwindigkeit. Edinburgh. Hallo. Oh, Kreisverkehr, ne? Ätzend. So, können wir hier so Sachen machen? Wir fahren einfach, ne? Wir fahren hier geradeaus raus. Oh Gott. Hä, ist das Einbahnstraße? Ist Einbahnstraße? Oder nicht? Nee, ist es nicht? Oh Gott, hier fehlt die Mittellappenmarkierung. Alter. So, war das hier Phase? Okay. Eine Arbeitsagentur. Katsching. Und hier war noch was, ne? Da vorne ist bestimmt wieder ein... Ah, oh, ein MAN-Händler, guck mal. Hallo. So, haben wir das. Na bitte. War knapp. Ich habe gerade voll auf den Navi geguckt und dachte, oh komm, fährst du einfach im Kreisverkehr rein. Nee, hier sind ja übelst viele Typen am Start. Oha. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Also, das tut mir ein bisschen leid, ne? Also, ja. So, schieben wir den noch vor uns her? Och, nö. Kriegen wir das hier irgendwie gelöst, das Problem? Der steht doch jetzt hier und kommt da nicht weg, oder? Die Rechnung schickst du mit der Post, ne? Muss ich mal lang, danke. So, gab nämlich einen Termin. Ich bin. Oh, alles klar. Siehste, so geht das. Ja. Dann läuft schon wieder, ne? Da drüben steht der olle Blitzkasten. Ei. Aber die sind hier viel netter als in Deutschland. Da steht nämlich ein Schild. Pass auf, schnelle Kamera. Speedkamera, ne? Und dann, wisst ihr Bescheid? Fahren wir nicht so schnell. Bei uns, richtig heimtückisch, da stellen sie sich mit Absicht, hatte ich letztens erst gesehen, auf dem Autohaus. Gelände, da wo die ganzen Autos stehen, die sie verkaufen. An der Straße direkt. Also dieser Platz, ne, wo die ganzen Autos alle stehen, wo man sich die angucken kann und so.
Da mank stehen so eine kleinen Zypressenbäume oder was auch immer, so eine Lebensbäume oder was. Und da vor hat er seinen kleinen mobilen Blitzkasten hingestellt, dass man den von Weitem ja nicht sieht, weil dunkel hinter dunkel erkennst du halt nicht. Und er stand mit seinem Caddy, wartet, so leicht versteckt hinter so ein kleines Häuschen. Wo ich mir so dachte, das ist ja schon frech. Da ist halt 50, ne? Ist halt Ortseingang, da fährt keine Sau 50. Der stand jetzt schon öfter da. Das scheint sich da also durchaus zu lohnen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also, ne? Ist nicht so wie hier. Hier stehen Schilder, die sagen, pass auf, hier sind schnelle Kameras unterwegs. Ne, bei uns, da wird sich mit Absicht versteckt, dass sie dich auch ja kriegen. Ja, so ist es nämlich. Aber okay. So, wir haben noch 150 Kilometer. Ich könnte mir bald vorstellen, das wird vielleicht ja nicht so richtig, ne? Kommt denn hier nochmal ein Rasthof? Nee, die ja doch da. Also bis da könnten wir noch fahren, oder? Hätte ich jetzt gesagt. Das kriegen wir hin. Doch, wenn wir darauf entspannt hinfahren, da schaffen wir noch ordentlich Meter. Und dann kommen wir da auch an. Ach, sie, ach, ständig oder auf Autobahnen, in den Baustellen. Da platzieren sie sich mit Absicht hinter so eine Barke, dass du die auch ja nicht siehst. Und selbst auf der Autobahnbrücke, also Landstraße, die über der Autobahn rüberfährt, ne, haben sie extra eine Baustellenbarke hingestellt, also eine. Weil da ist ja 70. Davor und dahinter sind 100, wegen Landstraße und so. Bei der Autobahnüberführung hast du 70, wegen Kreuzungsverkehr. Ist ja vollkommen plausibel. Aber da ist ja halt ein Parkplatz. Und da haben sie mit Absicht eine weiß-rote Barke hingestellt. Und direkt dahinter stand der Blitzkasten. Und wie gesagt, auch wieder relativ dicht vorne an, ne? Gleich relativ dicht hinterm 70-Schild. Und wenn du damit 100 angerollt kommst, du fährst da nicht ab Schild 70 immer Strich 70, sondern manchmal auch ein bisschen schneller und lässt sich halt ausrollen, ne? Ja. Also ich glaube, der Kasten da hat auch sehr, sehr viel Punkte gemacht. Also manchmal ist es schon echt dreist, muss ich ehrlich sagen. Guck mal, das sieht fast so aus wie das, wo wir für lang gefahren sind. So am Wasser entlang. Mega cool. Mit dem Aquädukt da hinten, guck mal. Bestimmt eine Eisenbahnüberführung. So, jetzt haben wir das Problem, wir haben ja Verkehr vor uns, ne? Schaffen wir das noch, hier irgendwas zu überholen? Oder kommt hier gleich der Parkplatz? Weiß ich gar nicht. Ich wäre nämlich eigentlich dazu geneigt, die Kollegen hier hinter uns zu lassen, indem wir mal ganz frech dran vorbeifahren. Wobei, ich fahre gerade Vollgas und er fährt schneller, als hätte er das gehört. Weil da vorne kommt sehr viel Schlängelei an Straßen und so. Mal gucken. Guck mal, hier gibt es Stoff, ne? Bergab, da kann er schnell fahren. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder massiv langsam. So, er bremst. Jetzt fahre ich mit dem Blinker raus, hab die Nase voll, Junge. Wir sind 80, fahrt doch 80. Wir müssen hier mal wieder rinfahren. Nicht, dass es das heißt, du fährst auf der falschen Spur. Dann fahren wir wieder raus. Ich sehe ja nicht, ob was von vorne kommt, aber anscheinend kommt nichts. Okay, wir sind auf Überholspur. Aha. Kann ich da Einspruch einlegen, dass ich im Überholvorgang war? Wobei die werden das dann wieder so auslegen. Ey Junge, du darfst da nicht überholen. Durchgezogene Linie. Warum machst denn du das? Na, du bezahlst jetzt schön bitte. Also entweder hat die Automatik hier gerade eine Macke. Jetzt schaltet er hoch. Okay. Also anscheinend ist der LKW. Ja. Ich habe gerade die Befürchtung, dass wir jetzt alle aufhalten, die wir gerade überholt haben, weil die halt doch leistungsstärkere LKWs fahren.
So, die werden sowieso gleich alle mit dem Finger auf uns zeigen, weil wir fahren nämlich hier in den Parkplatz runter und machen eine Pause. Oh ja, oh schön, guck mal hier. Sieht aus wie so eine Landschaft. Oh cool. Ist hier die Einfahrt? Das ist die... Eieiei. Die ist aber schmalbisch. Eieiei. Oh, ist aber schön hier. Und mit Kühe, guck mal. So, hier machen wir Pause. Aus. So, nämlich. Okay, Leute. Da siehst du, haben wir doch eigentlich Meta geschafft heute, oder? Möchte ich sagen. Guck mal, wir haben ja nicht mehr so weit. Dann sind wir schon in Newcastle. Wir haben ja erfolgreich in Edinburgh am Kreisverkehr ein Auto beiseite gefahren. Und hier Jan frech alle überholt. Dafür natürlich so prompt einen Strafzettel kassiert. Wie sollte doch anders sein? Ist wieder alles wie früher, ne? Wunderbar. Freue ich mich, Leute. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch. Rein gehauen.